Huch, ist so dunkel hier. Was machen wir denn? Hier, machen wir Licht an. Pling. Nanu. Ja, das ist ein kleiner Test, um einfach mal zu gucken. Ich habe mir ja vor einiger Zeit so ein Audio-Video-Übertragungsgebamsel besorgt, um zu gucken, ob das dann auch funktioniert. Habe ich jetzt auch mir einen Laptop besorgt. Nein, das Laptop habe ich mir aus anderen Gründen besorgt. Das ist auch noch nicht weiter eingerichtet und konfiguriert von mir. Es ist so Standardinstallation von, ich glaube, man erkennt es, Dell. Ja, das neue Dell XPS. Schickes Gerät soweit, vorinstalliert mit Ubuntu habe ich mir ausgewählt, weil nur da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ey, Linux-kompatibel und das soll alles funktionieren und wenn nicht, dann gibt es Geld zurück. Sehr merkwürdiges Geschäftskonzept, aber gut, so ist das. Ja, das Gerät steht vor mir, das Bild seht ihr. Ich habe schon so ein bisschen erkundet und ausprobiert, es funktioniert soweit. Man kann hier klicken, man kann hier Sachen machen. Mein Test natürlich, ganz wichtig, schon installiert und auch schon eine Welt erstellt. Es braucht alles irgendwie gerade so ein bisschen so, hier, Play Game. Eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, man kann sich umgucken, man kann aber nicht laufen und sich umgucken gleichzeitig mit dem Touchpad. Das ist ein bisschen merkwürdig. Mit der Maus wird das wahrscheinlich funktionieren. Ich habe jetzt aber leider keine Maus hier, die ich mal auf die Schnelle testen könnte. Es wird aber wohl funktionieren, also da gehe ich von aus. Geht auch gar nicht eigentlich darum, geht eigentlich eher darum, umzugucken. Ja. Ich höre jetzt nichts, aber im Audio, man sollte es hören können von der Übertragung. Kann ich hier ganz kurz mal, kann ich zeigen, was ich meine. Einstellung hier oben. Bei Klang, man kann hier hin und her schalten. Jetzt höre ich bei mir alles Audio und ihr hört nichts mehr, wenn ich irgendwas mache. Und wenn ich dann hier auf DisplayPort umstelle, dann hört ihr dann wieder was, aber ich höre nichts mehr am Gerät. Ist nicht weiter tragisch. Dieses Cam-Link-Gedönse hier, das überträgt dann über USB auch Audio und Bild und hast du nicht gesehen. Ich denke mal, mit einer anderen Installation, mit einer anderen Linux-Variante wird es dann auch so möglich sein, dass man eben beides gleichzeitig aktivieren kann, dass man eben sowohl auf dem Gerät als auch dann eben über dieses Gedönse hier den Ton ausgeben lassen kann. Das funktioniert so. Wir können uns ja das System mal kurz ein bisschen angucken. Ist für mich auch so ein kleines bisschen Neuland tatsächlich, weil ich Ubuntu seit Version 6. irgendwas nicht mehr weiter irgendwie beachtet hatte. Auch nicht mehr installiert, rumprobiert, gar nichts, irgendwie nicht weiter mit beschäftigt. Sieht soweit aus, wie man es von den Screenshots kennt. So Tastenkombination, Gedönse ist natürlich, irgendwas habe ich jetzt lauter oder leiser gemacht. Machen das hier mal wieder auf Lautstärke. Na, ist egal. Ist nicht eingerichtet, nicht konfiguriert. Ich habe keine Ahnung, wie die Tastenkombinationen sind, aber es ist ein bisschen was vorinstalliert. Wir haben Google Chrome, den Chromium, Thunderbird, Dateien. Ja, ist klar, das ist der Dateibrowser, wie auch immer er heißen mag. Das ist auch leider alles irgendwie so ein bisschen... Ach, da kann man dann die Icons halt größer und kleiner machen. Nett. Neuer Reiter. Achso. Dateibrowser. Vorkonfiguriert, soweit alles, wie man es kennt von Ubuntu. Da habe ich getestet, wie schnell die Internetverbindung ist mit diesem Gerät. Hier oben die WLAN-Verbindung. Das ist, ist eine Atheros-Karte drin, gebrandet als Killer-Wi-Fi, hast du nicht gesehen. Was auch immer, soll wohl nicht ganz so gut sein wie das Intel. Bisher habe ich da jetzt irgendwie nicht weiter groß Probleme bemerkt. Hat funktioniert, sagen wir mal. Gut, man hat hier dann einen Papierkorb, wo dann eben Sachen dann drin sind. Gut.
ist eine Sache, wie man es bedienen möchte. Ja, wie gesagt, also das Dateibrowser-Gedinse hier, dann Rhythmbox, irgendwie Music Player, wo natürlich nichts weiter drin ist. Man kann vielleicht irgendwie Online-Quellen sich mal. LibreFM. Ich bin nicht angemeldet. Na gut, macht nichts, bin ich nicht. Habe auch gar nicht vor, das groß zu nutzen, das System. Könnte halt alles so lizenzmäßig ein bisschen schwierig werden. Wir können ja ganz kurz mal irgendwie irgendwas aus dem Underground mal anspielen. Das sollte jetzt irgendwas laufen. Ich höre, wie gesagt, halt leider nichts am Gerät. Ihr hört wahrscheinlich jetzt was. Ungefähr so laut wie ich. Ich muss wohl ein bisschen lauter sprechen. Gut, darum geht's auch gar nicht. Liebe Gamer, bitte nicht verklagen. Liebe YouTube, bitte nicht sperren. Alles gut. Office-Programm. Natürlich auch mit bei. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. So. Ja, Office-Programm. Dokumente erstellen. Ist, glaube ich, nichts weiter Ungewöhnliches. Sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Was ist denn hier? Ups, jetzt ist es weg. Ja, hübsch. Kann man so machen, aber sieht halt scheiße aus. Na gut. Nein, brauchen wir nicht zu speichern. Danke. Dann haben wir hier irgendwie Ubuntu Software, Bibliothek, Gedönse, wo man dann sich auch Erweiterungen installieren kann. Wofür auch immer die gut sein mögen. Aber natürlich auch ganz normal sich die Programme anzeigen lassen kann, die installiert sind. Wie schon gesagt, das Ding ist unkonfiguriert, das wird auch von mir nicht weiter konfiguriert werden. Mir geht es nur darum, einmal dieses Elgato-Dingsy-Teils zu testen, deswegen nutzen wir das neue Laptop einfach mal dazu. Vor allen Dingen, wie sich das auch langfristig verhält. 7 Minuten sind wir jetzt, 60 FPS, CPU 16%, das hat sich problemlos einbinden lassen. Wie schon gesagt, Audio muss sich halt hier am Gerät umstellen. Man sieht auch, glaube ich, nicht, nee, man sieht auch nicht meinen Mauszeiger vom System, der ist nämlich ein anderer als der, der hier ist. Wie gesagt, hier das, jetzt wollte ich schon wieder mit der Maus, das Ding hier, das ganze Fenster, das ist letztendlich einfach der Monitor für das Laptop. Beziehungsweise eben gespiegelt, dass eben beide Geräte das gleichzeitig anzeigen. Ich kann auch das Fenster hier verschieben und verändern. Oh, jetzt ist ganz klein geworden. Machen wir es wieder größer. So. Also. Ne, also das ist halt wirklich einfach nur die Anzeige von dem Gerät eben und das Audio von dem Gerät. Irgendwelche Aktualisierungen sind verfügbar. Da sieht man auch nochmal den Modellnamen und ja, die Modellnummer. Machen wir jetzt nicht, weil warum wollten wir das tun? Dann haben wir hier das Hilfe Desktop-Leitfaden, aha. Erster Schritt bei GNOME. Das, so sieht GNOME jetzt inzwischen aus. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich würde eher sagen, ich mag es nicht. Das ganze Bamsel hier oben, das ist mir zu viel. Und dann haben wir hier noch irgendwie Werbung für Amazon. Was das soll, das weiß auch nur Canonical. Ja. Schick, ja. Terminal haben wir noch natürlich hier. Ne? Terminal. Können wir mal reingucken. Machen wir das hier mal ein bisschen größer. Dann sieht man auch was. LSPCI. Braucht einen kleinen Moment. Da haben wir auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen was vom System. Hier, wie gesagt, das Wi-Fi-Modul von Atheros. Soll laut Dell-Seite total toll und super sein. In Wirklichkeit, wenn man so ein bisschen recherchiert, ist es halt eher so ein bisschen Murks. Naja, man kann nicht alles haben. Ansonsten LS-USB ist, glaube ich, weniger spannend, weil halt nichts weiter angeschlossen ist. Bis halt auf eben Microdia? Foxconn? Ich dachte irgendwie, dieses Camlink-Ding zeigt er auch an. Ja gut, das tut er nicht. Wobei ist, beziehungsweise nicht Camlink, sondern dieses andere Teil für
also das Stück, was HDMI macht, von dem USB ins in das Camlink rein. Da ist ja dann eine HDMI-Verbindung bzw. eine USB-C auf HDMI und das Camlink nimmt HDMI und gibt USB aus und das USB habe ich meinen Rechner angeschlossen. Und dieser Teil vom Laptop zum zu diesem Elgato Camlink-Ding, was auch ein ganz kleines bisschen warm wird, das dachte ich, erkennt er hier irgendwie, aber anscheinend. Ich will das jetzt auch ungern rausziehen, weil dann ist das Bild weg und ich weiß nicht, ob ich es wieder hergestellt bekomme. Aber wahrscheinlich schon. Naja, gut. Ja, also, das haben wir eigentlich hier Hardtop drauf. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber ich könnte es installieren. Ah, sehr gut. Doch mal eben gucken. Extern, okay. Juti. Wim? Wim ist drauf. Sehr gut. So. Dann haben wir das. Jetzt haben wir hier soweit, glaube ich, einfach einmal durchgegangen. Können ja einfach mal weitermachen und uns dann die Systemüberwachung nochmal kurz angucken. Da sieht man dann die ganzen Dateisysteme, die eingebunden sind. Ist doch ein paar mehr, als ich so gewöhnt bin. Gott, Alter. Da hört ja gar nicht mehr auf hier. Alter. Ja, gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Snap, 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 snap. Gnome, 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 snap, gnome, ne. Ja, was auch immer. Prozesse, die laufen, sind auch ein paar mehr als bei mir auf dem System. Und die Ressourcenverbrauch ist jetzt natürlich. Es eidelt so ein bisschen vor sich hin. Ich mache ja auch gerade nichts aktiv. Ich habe ein bisschen probiert, was man machen kann. Was Terminal noch auf? Nee. Terminale. Cut def random. So. Kann er mal ein bisschen das System auslasten. Oh, zwei Kerne gehen hoch. Na gut, zwei Kerne nur. Bisschen wenig, ne? Ja, aber Systemauslastung, es geht auf jeden Fall nach oben. Schon lustig, was man alles machen kann. Ob man es braucht, ist die andere Frage, aber... Oh, jetzt geht er aber los hier. Na gut. Brechen wir das mal ab. Dann stürzt der Traffic natürlich wieder ein. Oh, jetzt war die Dings-Kamera davor. Na gut, okay, jetzt hier. Kommt jetzt hier, ist es wieder weg. Ja, dann haben wir das. Dann kommen wir nochmal oben hier ins die Einstellungen anschauen. Einstellungen. Da waren wir ja gerade eben schon drin. Ja, WLAN. Unspektakulär. Bluetooth ist vorhanden und ich habe es eigentlich vorhin ausgeschaltet. Warum schaltet es sich einfach wieder an? Frechheit. Hintergrundbilder kann man verändern. Also es ist halt ein normales System. Es ist ja sehr aus einem Guss, sag ich mal. Und hat natürlich dann eben auch viele Konfigurationsmöglichkeiten. Man kann die Symbolgröße verändern. Oder größer machen, ne? Oder kleiner. So ist doch hübsch. So? So ist dann für Touchbildschirme, ne? Dann verschwindet das hier automatisch. Nö. Dann verschwindet es nicht automatisch. Auch gut. Ich kann hier übrigens... Gut, da das jetzt eh beides das gleiche ist, ich könnte das ja auch tatsächlich als zweiten Monitor verwenden. Ja, Benachrichtigungen, Suchfunktion, bla 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 bla. Online-Konten. Ich könnte mich natürlich mit allen möglichen Online-Konten hier irgendwie anmelden. Aber ich kann nun unbedingt meine Daten geben möchte, ist natürlich die andere Frage. Dafür haben wir den Datenschutz. Ja, Klang ist, da waren wir gerade eben schon drin, Energieoptionsgedönse. 7 Stunden 32, das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, ob ich irgendwas mache im System oder nicht. Jetzt kann man doch hier bestimmt auch irgendwie Helligkeit, Helligkeit, Helligkeit mal runter machen. Seht ihr natürlich nichts von, aber das funktioniert auch.
machen es auch wieder heller hier, dass man auch was sehen kann. Ja, Netzwerk, bla, Geräte. Hier wäre halt eben das Umstellen zwischen den verschiedenen Dingen. Tastatur. Es gibt unzählig viele Tastenkombinationen. Ja, wie gesagt, ich will mich mit dem System gar nicht weiter auseinandersetzen. Ich gucke mir das nur an, um das Elgato-Teil mal so ein bisschen zu testen. Finde ich aber ganz schön, dass das funktioniert. Also ich bin da wirklich begeistert von. Er macht auch 60 FPS. Ob das Ding nun sich tatsächlich 60 FPS rausdauert, sei mal dahingestellt. Aber er hat auf jeden Fall... Man scrollt. Ja, so eine ganz kleine Verzögerung ist da. Maus und Tastenfeld. Ich habe vorhin das Tastenfeld ausgeschaltet. Das ist blöd, weil man dann das Touchpad nicht mehr benutzen kann. Tastfeld. Was auch immer. Ja, Drucker kann er eingerichtet. Wechselmedien kann er angeschlossen. Ein Wacom-Grafiktablett. Ich könnte natürlich ein Wacom-Grafiktablett anschließen. Dazu bräuchte ich natürlich eins. Er findet aber auch kein Stylus. Weil ich kein Grafiktablett habe, wo ein Stylus dran ist. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Bildschirm-Cam-Link. Farbprofile, na ja, gut, was auch immer diese Farbprofile dann machen. Ja, das ist ein kurzer Überblick über Ubuntu-Version Schieß mich tot. Steht das hier nicht irgendwo? Bionic Beaver oder wie das heißt, ne? Kann sich das irgendwo anzeigen lassen? Willst du von mir? Ich will doch eigentlich nur die... Gut, dann, ja, es ist ein Beaver, also es wird Bionic Beaver sein. Sind wir sofort durch, ne? Haben wir 17 Minuten, knackiges Video. Keine Sorge, mein Test kommt auch wieder. Also alles gut. Also, das war der Test mit dem Elgato Camlink und von OK oder Oki oder wie auch immer man sie aussprechen möchte, dieses USB nach HDMI-Gedönse. Ich guck mal, dass ihr das alles verlinkt, natürlich ohne irgendwie Werbung dafür zu machen, sondern einfach so, dass ihr ein bisschen die Info bekommt. Laptop, ja, ist cool, kann ich so schon mal sagen. Es ist ein sehr wertiges Gerät. Schick, klein, 13 Zoll, mobil, genau das, was ich brauche. Ist halt auch trotzdem, kann man wahrscheinlich schlecht erkennen, aber es ist auch Windows-Propaganda drauf. Auch auf dem Linux-Gerät. Ja, die unterste Tastenreihe ist ein bisschen höher als die anderen Tastenreihen. Die oberste Tastenreihe ist ein bisschen niedriger als die andere Tastenreihe. Das hätte man vielleicht irgendwie auf eine Höhe bringen können, weil es dann einfach schöner aussieht. Oder einfach die obere Tastenreihe. Egal, also diese Layouts sind eh immer so ein bisschen komisch. Zumindest ist es nicht wie bei Lenovo, dass hier Steuerung und FN vertauscht sind, sondern dass Steuerung wirklich am Rand ist. Das ist ganz gut. Das Laptop an sich, wie gesagt, verlinke ich auch nochmal. Habe ich jetzt gar nicht für den Test gekauft, sondern brauche ich aus anderen Gründen. Ist ein schönes Gerät, funktioniert einwandfrei. Wir können ja mal eben ganz kurz noch was Lustiges machen. So zum Abschluss. Cheese ist hier nämlich auch drauf. Mit Cheese macht man die Kamera an von diesem Gerät. Die funktioniert unter Linux auch. Qualität so lala. Aber man sieht auf jeden Fall da oben, da fehlt noch eine Lampe. Ich habe sie immer noch nicht angebracht. Oh Gott. Ja, machen wir das mal schnell wieder zu. Das will eh keiner sehen. Ja, ich kümmere mich um die Lampe und... ihr wartet einfach bis zum nächsten Video. Tschö!